Die Polizeihistorische Sammlung in Berlin widmet sich einem wichtigen Teil der Geschichte der Stadt. Bis zur Wende 1989 war Berlin politisch, wirtschaftlich und kulturell in Ost und West geteilt. Untrennbar mit der Geschichte verbunden sind auch die Polizeiautos aus dieser Zeit. Ehemalige Polizisten haben diese Zeitzeugen gesammelt und wieder auf Vordermann gebracht. Die Sammlung deckt fast 100 Jahre Polizeigeschichte ab. Immer in Bewegung bleiben. Das beste Mittel, die alten Autos in Schuss zu halten. Der Mercedes 311 ist ein Mannschaftstransportwagen von 1955, den die Berliner Polizei bis Mitte der 70er Jahre eingesetzt hat. Die Lkw-Technik dieser Zeit ist langlebig und auch heute noch leicht beherrschbar. Das ist ein Sechszylinder, ein Dieselmotor. Sie sehen das also hier an der Einspritzanlage von einer berühmten deutschen Firma. Kraftstofffilter und der Sechszylinder-Reihenmotor, 90 PS. Spartanisch der Innenraum. Versteckt unter dem Beifahrersitz befindet sich der Tankstutzen. Vom EMW 340-2 stehen zwei Modelle in der Sammlung. Den Nachfolger des 326er BMW baut EMW 1954 in Eisenach. Der Sechszylindermotor hat knapp 2 Liter Hubraum und leistet 57 PS. Noch heute fahren die ehemaligen Polizisten den Eisenacher über das Betriebsgelände, damit der ehemalige DDR-Polizeiwagen kein Moos ansetzt. Der VW Käfer aus der Polizeihistorischen Sammlung präsentiert sich in einem perfekt einsatzbereiten Zustand. Unser Stolz, Baujahr 1968. Und zwar war das letzte Fahrzeug von VW, was als Käfer hier bei uns angeschafft wurde und lief bis Mitte der 70er Jahre bei der Berliner Polizei. Verfolgungsjagden, das Salz in der Suppe eines jeden Krimis. Im realen Leben setzen Kriminelle auf schnelle Fluchtfahrzeuge. Der Citroën Traction Avant erwirbt sich den zweifelhaften Ruf einer Gangsterlimousine. Dabei ist der Traction Avant gar nicht besonders stark motorisiert. Der fortschrittliche Frontantrieb verleiht dem Citroën aber ein für damalige Zeiten sensationelles Fahrverhalten. Das spricht sich bei Kriminellen offenbar schnell rum. Damalige Polizeifahrzeuge wie der Ford Eifel hatten bei einer Verfolgungsjagd oft das Nachsehen. Der 1,2 Liter Vierzylinder mit 37 PS steht seit einigen Jahren in der polizeihistorischen Sammlung. Die ersten Fahrzeuge damals, gerade so in den 20er, 30er, 40er Jahren, bis hin weit in den 50er Jahren hinein noch, die hatten ja noch keine Rundumleuchte, wie wir es jetzt kennen. Sondern diese Sondersignaleinrichtung war ein ganz normaler Suchscheinwerfer mit einer blauen Scheibe. Und so spielen die ehemaligen Polizisten mit ihren historischen Polizeifahrzeugen gern Räuber und Gendarm. Oldtimer mit Blaulicht und Martinshorn, auch sie gehören zur Geschichte des Automobils.